Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Abgeordnete, liebe Landsleute und Gäste. Wir reden heute nun zum dritten Mal über die erforderlichen Änderungen im Psychisch-Krankengesetz aus dem Jahre 2016. Das erste Mal im November-Plenum 2017, das zweite Mal im März-Plenum 2018, damals über die Gesetzesänderungsinitiative der Linken. Nun liegt uns die von der Regierung versprochene Gesetzesänderungsinitiative vor. Dazu habe ich gleich vorweg ein grundsätzliches Lob und eine grundsätzliche Kritik anzubringen. Die Kritik: Die Landesregierung hat es wieder nicht geschafft, den Abgeordneten die Gesetzesänderungen in Form einer Synopse zur Verfügung zu stellen. Unser diesbezüglicher Antrag im April-Plenum 2018, die Regierung genau dazu aufzufordern, wurde mit der Mehrheit der Regierungskoalition abgelehnt. Das erschwert den Abgeordneten die Arbeit. Aber offensichtlich ist es den meisten Abgeordneten wichtiger, Anträge der AfD grundsätzlich abzulehnen, als sachliche Arbeit zu gewährleisten. Und nun zum Lob. Erfreulicherweise hat die Regierung in diesem Gesetzentwurf einem früheren Antrag der AfD, der im Finanz- und im Wirtschaftsausschuss gestellt wurde, der damals auch abgelehnt wurde, jetzt aber umgesetzt. Sie hat nämlich die Ministeriumsbezeichnungen verallgemeinert, sodass nicht mit jeder Neustrukturierung und Neubezeichnung von Ministerien, wir denken an das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, die alten Gesetze mit den alten Namensbezeichnungen angepasst werden müssen. Das ist ein kleiner, aber begrüßenswerter Fortschritt. Doch nun in die Inhalte. Die Anhörung am 14.09.2017 auf Initiative der Fraktion der Linken offenbarte seitens der geladenen Experten folgende Schwachpunkte und damit Diskussions- und gegebenenfalls Handlungsbedarf in der bisherigen gesetzlichen Regelung. Erstens die Zuständigkeit für das Verfahren der freiheitsentziehenden Unterbringung nach § 13 bis 14 beziehungsweise der sofortigen Unterbringung nach § 15 und für die Verlängerung von Unterbringungsmaßnahmen. Zweitens, persönliche Inaugenscheinnahme durch zuständigen Landrat bzw. OB gemäß § 5. Drittens, die Zwangsmaßnahmen nach § 21. Viertens, die ärztlichen Zwangsmaßnahmen nach § 26. Und fünftens, die Zusammenführung von Forensik und allgemeiner Psychiatrie nach § 38. Die jetzige beabsichtigte Änderung des PsychKG löst lediglich eines der angesprochenen Problembereiche, nämlich das Zuständigkeitsproblem. Zugegeben, ein für die Praxis vor Ort wichtiges Problem. Hier gilt zukünftig praktischerweise die Zuständigkeit von Landrat und OB, in dessen Gebiet oder deren Gebiet der Anlass für eine erforderliche Unterbringung entstanden ist und nicht mehr die des Wohnsitzes. Die verschiedenen Unterbringungsarten werden dabei einheitlich behandelt, vernünftigerweise. Dies wirft allerdings neue Fragen auf, zum Beispiel einer gegebenenfalls erforderlichen Informationsübermittlung an den heimischen Arzt oder heimische Behörden, die aus unserer Sicht noch nicht hinreichend geregelt sind. Darüber hinaus sind zwei Problembereiche der Alltagspraxis aufgegriffen worden, die bei der Expertenanhörung allerdings keine Rolle gespielt haben. Das sind zum einen die veränderte Kostenregelung für interkurrente Leistungen. Das sind Leistungen, die neben der eigentlichen Hauptbehandlung auftreten. Und jetzt ist es so geregelt, dass ergänzend zu den bisherigen Regelungen nunmehr auch eine Kostenübernahme für diese sogenannten interkurrenten Leistungen durch das Land im Maßregelvollzug ausdrücklich möglich sind. Und zum Zweiten eine unklare Leistungsänderung bei § 19, das sind die finanziellen Regelungen. Ergänzend zur bisherigen Regelung in § 19 wird den psychisch Kranken während der Unterbringung nunmehr zusätzlich zum Barbetrag zur freien Verfügung auch eine Bekleidungshilfe nach den Grundsätzen und Maßstäben des 12. Buches Sozialgesetzbuch zur Verfügung gestellt. Dabei ist unklar, ob diese Bekleidungshilfe ergänzend zur Gesamtleistung oder als teilweise Verminderung durch die Sachleistung Bekleidung verstanden werden muss. Alle weiteren Änderungen sind lediglich redaktioneller Art. Insofern habe ich mich schon etwas gewundert, wieso die jetzt vorliegende Mini-Änderung des PsychKG 2016 nicht bereits früher vorgelegt werden konnte. Ich vermute, dass dem Ministerium für weitergehende Veränderungen der Mut verloren gegangen ist. Dabei beweist gerade der Fall Gustl-Mollat aus Bayern und die Freigänger-Mordfälle der vergangenen Jahre, wie kritikbedürftig und anfällig unser Gutachtersystem gerade in der Psychiatrie ist.
Wir meinen, dass hier weiterhin ein deutlicher Handlungsbedarf besteht. Wir hätten uns gewünscht, dass die Kritik der Experten an der Zusammenführung nach § 38 von forensischen und allgemeinpsychiatrischen Kranken, die sogenannten Systemsprenger, in einer forensischen Klinik mehr Beachtung gefunden hätte. Wir vermissen auch neue Ansätze bei § 21, das sind die besonderen Sicherungsmaßnahmen, und § 26, die ärztlichen Zwangsmaßnahmen. Hier könnten wir uns ähnliche Lösungswege, wie sie bereits bei den Patientenverfügungen beschritten wurden, vorstellen. Da diese Überlegungen aber in diesem Änderungsgesetz bisher keine Rolle spielten, werden wir lediglich einer Verweisung in die Ausschüsse zustimmen. Dem Änderungsgesetz in der jetzigen, unzureichenden Form stehen wir ablehnend gegenüber. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.